unser Showcar, was wir hier in Detroit mit dabei haben, nimmt große Teile des kommenden TT vorweg. Wir haben hier natürlich mit einem Shooting Brake erstmals etwas gezeigt, was es bislang noch nicht gibt in der Audi-Palette. Wir haben Allroad-Exterior dran, das heißt, das Auto ist ein bisschen höher, das Auto hat diese robuste Rundumbeplankung und wir haben dazu noch einen e-tron-Antrieb mit an Bord, das heißt ein 2 Liter Benziner kombiniert mit zwei Elektromotoren. Diese Komplexität findet sich natürlich vorzugsweise in dem Showcar wieder und wenn man da noch einsteigt, haben wir im Interieur eine Armaturentafel, die ein völlig neues Display aufweist. Wir haben keine klassischen Rundinstrumente mehr mit analogen Zeigern. Das alles ist ein Monitor, es ist ein Bildschirm, hochauflösender Bildschirm, auf dem sich alles für den Fahrer relevante abspielt. Und auch neu, wir sehen den TT als sehr fahrerorientiertes Auto. Wir haben nicht noch einen zusätzlichen Monitor, auf dem der Beifahrer irgendwas anschauen kann. Das muss er halt alles mit ein bisschen rüberschauen. Erledigen. Also das ist das Auto, was in weiten Zügen einen TT vorweg nimmt. Gerade auch was das Interieur angeht, da sind wir schon sehr, sehr nah am kommenden Auto, das wir dann in Genf dabei haben werden. Exterieur, da sind wir noch ein ganzes Stück weit davon entfernt. Der nächste TT ist tatsächlich noch weitgehend ein Fahrerauto, ein Auto, bei dem man vor allen Dingen Fahrspaß haben soll. Da schauen wir bei den kommenden Assistenzsystemen, ob die jetzt für die Sicherheit oder für den Komfort zuständig sind, da schauen wir eher in Richtung nächster A8. Vielleicht werden wir vorher schon noch ein bisschen was sehen. Aber der TT wird nicht das, was wir jetzt gerade im CES gezeigt haben, mit den Ampeln kommunizieren können. Den Schritt machen wir noch nicht mit einem Sportwagen, den Schritt machen wir dann eher mit einem komfortorientierten. Wir haben die ersten Reaktionen auf dieses Auto bekommen und die waren sehr positiv. Und natürlich steckt ein Hintergedanke hinter diesem etwas höher gelegten Auto. Es gibt durchaus Leute, die wollen ein sportliches Auto, die wollen aber nicht mehr so runterkriechen, wenn sie einsteigen und beim Aussteigen da irgendwie sich schwer hochstützen müssen. Gerade für solche Kunden wäre das natürlich interessant. Ob wir das jetzt auf Basis des nächsten TT machen? Dafür ist diese Detroit Motor Show schon auch ein Gradmesser, eine Art Versuchsballon. Es wäre dann relativ leicht ableitbar, so wie wir heute aus einem A6 und einem A4 mit relativ wenig Aufwand einen A6 Allroad und einen A4 Allroad machen können, könnten wir natürlich in der Zukunft auch sehr leicht einen TT mit Allroad-Optik, also höhere gelegter Karosserie und der stabileren Beplankung außenrum machen. Das würde sicherlich nicht beim normalen TT Coupé und sicherlich nicht beim Roadster in Frage kommen. Da müsste man sich dann schon eine dritte Karosserievariante vorbehalten. Und da bietet uns der Baukasten, auf dem der TT steht, natürlich die Möglichkeiten, das ist relativ einfach umzusetzen. Auch in einem bestehenden Modellzyklus noch. Also wir werden ganz sicher zunächst mit dem Coupé anlaufen, dann wird der Roadster kommen, wenige Monate später. Und da muss man mal schauen. Es wird tatsächlich ein Auto sein, was die Idee des TT nochmal aufgreift, nochmal ein bisschen universeller macht. Wir haben ja heute im Roadster nur zwei, aber im Coupé immer schon auch vier Sitze gehabt, mit Einschränkungen. Und wir gewinnen natürlich erheblich an Kopffreiheit bei dem Auto, nicht zwingend an Beinfreiheit. Das ist klar, der Radstand bleibt nahezu gleich. Also von der Kopffreiheit hinten sehe ich kein Problem für ein längeres Stück Mitfahrt. Beinfreiheit wird eher der beschränkende Faktor.